herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns immer, wenn wir Resonanzen bekommen. Und da schreibt uns unter anderem jemand: Vielen Dank für die Sendungen Hoffnung. Sie geben mir Mut und Vertrauen. Es ist gut, dass es sie gibt und ich sie kennengelernt habe. Sie geben mir viele gute Gedanken, die meinen Glauben, bin römisch-katholisch, bereichern. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wir freuen uns, wenn wir Menschen ermutigen können und ihnen Jesus nahebringen können. Ja, Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Und wir haben heute auch einen guten Gedanken, den möchte ich überschreiben: Wie bekomme ich den Frieden Gottes? Ja, und lass uns einfach dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wie bekomme ich den Frieden Gottes? Der Friede Gottes ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe so vieles erlebt, wie Menschen krank sind, weil sie den Frieden nicht in sich haben. Und dann natürlich das Gegenstück, Menschen geheilt wurden, wo der Friede Gottes in sie hineinkam. Und wir brauchen auch den Frieden Gottes für unsere Entscheidungen. Wenn wir alles wenn wir immer auf Dinge reagieren, treffen wir oft hektische Entscheidungen und das sind oftmals falsche Entscheidungen. Wir brauchen den Frieden Gottes. Und wir lesen da in Jesaja 26, Vers 3: Herr, gib du Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Also da sehen wir das Rezept, wie wir den Frieden bekommen, wenn wir unseren Halt bei ihm finden. Und da noch krasser: der dir allein vertraut. Das muss gelernt werden, ihm allein vertrauen. Vertrauen, da steckt Glauben drin. Glauben, dass es in einer Situation, was funktioniert, wo es menschlich nicht funktionieren kann, da steckt Vertrauen drin, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Danke, Herr, für jeden, der sich dran macht, Herr, dir zu vertrauen. Halt bei dir zu finden, Herr, dass der Friede Gottes in ihn hineinkommt, der den ganzen Menschen in eine Ruhe bringt, in eine Ausgeglichenheit, wo wir richtig reagieren, richtig entscheiden und auch wirklich Heilung für Geist, Seele und Leib empfangen. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir wollen auch heute wieder für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und da schreibt uns jemand auf WhatsApp: Ich hatte vorgestern einen Schlag auf meinen linken Arm bekommen. Es ist eine Schüssel gekippt und ich habe sie mit meiner linken Hand fangen wollen. Es war mein schlimmster Schmerz seit Jahren. Ich habe mit allem gehadert. Gestern war ich bei einem Physiotherapeuten, der mich behandelte. Er hat gesagt, er hoffe nicht, dass dies zutrifft, was er denkt. Er vermutet einen Anriss des Oberarmmuskels und Anriss der Sehne im Oberarm. Dann würde OP und mindestens 3 Monate Gips folgen. Darf ich um Gebet bitten, dass es nicht so schlimm kommt? Und Jesus, wir danken dir, dass du auch heute noch Heilungskraft hast und dass du diesen Arm jetzt berührst und dass diese Sehnen wieder zusammengehen oder gar nicht beschädigt sind. Danke, Jesus, dass du diesen Arm wieder völlig in Ordnung bringst. Danke, dass der Schmerz weicht im Namen Jesu. Und wir danken dir, dass du ein Wunder tust an diesem Arm, dass er vollkommen heil ist, dass keine OP nötig ist und auch kein Gips. Und wir danken dir einfach für Heilungskraft, für vollkommene Heilung für diesen Arm. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen erreicht uns. Eine junge Frau schreibt: Bitte betet für meine Nichte. Sie ist erst 24 Jahre alt und hat mehrere Autoimmunkrankheiten. Erst jetzt hat sie eine 6-wöchige schwere Influenza mit Lungenentzündung gehabt und schon wieder Halsschmerzen. Ihre Lymphdrüsen sind immer noch geschwollen und hart. Der Arzt macht jetzt weitere Untersuchungen. Sie ist immer noch sehr schwach. Sie liebt Jesus und wir vertrauen ihm gemeinsam für eine komplette Heilung.
Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Immunerkrankung heilen kannst, dass dieses Immunsystem wieder vollkommen richtig arbeitet, so wie du es geschaffen hast, so wie du es geplant hast. Und ich danke dir, dass du diese Autoimmunerkrankung heilst bei diesem jungen Menschen. Und ich danke dir einfach, dass wir dir das hinlegen dürfen und dass du der große Arzt bist und dass diese Immunkrankheit wieder vollkommen verschwindet. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns einfach deine Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen kam über WhatsApp. Ich habe kranke Augen, zu hoher Augeninnendruck, schwarze Wolken und Punkte beim Blick auf einen hellen weißen Hintergrund. Bitte betet für mich. Herzlichen Dank. Danke, Herr, dass du jetzt auch diese Augen kennst, Herr. Du bist der Schöpfer, Herr, von uns. Und danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass du diese Augen auch durchströmst, Herr, mit deinem heilenden Blut, Herr. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz vergossen hast für jede Krankheit. Ich danke dir, Herr. Herr, dass wir Heilung hineinrufen dürfen, auch in diese Augen. Normalität, Schöpfungsnormalität. Herr, von ganzem Herzen danke ich dir. Amen. Eine Frau schreibt uns mit der Bitte um Gebet. Ich bin seit 19. März krank. Erst hatte ich einen leichten Infekt. Nach 3 Tagen bekam ich Gelenkschmerzen. Blutuntersuchungen ergab Arthritis. Rheumamedikamente vertrage ich nicht. Habe ständig Schmerzen. Bitte betet für mich, dass Gott Heilung schenkt und eine hilfreiche Therapie. Danke für eure Gebete. Danke. Danke, Herr, dass du auch diese Person kennst. Und danke, Herr, auch alle, die jetzt auch sagen, ja, Rheuma ist auch mein Thema. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass du nicht nur Linderung schenkst, sondern, Herr, lass wirklich Unmögliches möglich werden, Herr. Ich danke dir dafür und Herr, wir segnen auch die Ärzte, die behandeln sind, die Therapeuten und wer auch immer im medizinischen Bereich hier hilfreich ist. Ich danke dir dafür, dass du auch sie gebrauchst dazu und Herr, aber dass du der Heiler bist, dafür danken wir und dass wir zu dir kommen dürfen, egal mit was, Herr. Herr, du liebst uns und du möchtest uns helfen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Menschen erleben Gottes Eingreifen. Und da möchte ich wieder 2 Zeugnisse vorlesen heute. Ich danke euch herzlich für die Gebetsunterstützung. Meine Prostata-Werte sind seit Herbst 2019 stabil. Es sind keine weiteren Untersuchungen mehr nötig. Die MS-Beschwerden sind zum Stillstand gekommen. Gott ist einfach wunderbar und gut. Jawohl, das stimmt. Und auch von dieser Sendung berichten Menschen, Hoffnung um 12, Gebetserhörung. Nachdem ich um eine Zusage für eine neue Arbeitsstelle gebeten habe, konnte ich gestern den unterschriebenen Arbeitsvertrag für eine Stelle in einer krisensicheren Branche zurücksenden. Nun kann ich mich intensiv auf die neuen Aufgaben vorbereiten. Danke für das Gebet. Und das war genau vor einer Woche. Ist das nicht wunderbar, wenn man in solchen Krisenzeiten eine feste Arbeitsstelle bekommt? Das ist so wunderbar, was Gott tut. Hast auch du was erlebt? Was Wunderbares, das du uns mitteilen möchtest? Wir würden es gerne anderen weitersagen. Lass es uns wissen über WhatsApp oder über die anderen Kanäle. Wir freuen uns darauf. Der Tipp des Tages. Ich möchte dazu eine Bibelstelle vorlesen, die in Philipper 4, Vers 6 und 7 steht. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ja, das ist das Rezept. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede und so weiter. Das mach jetzt. Du kannst deine Hände falten, Augen schließen. Wenn du willst, kannst du auf die Knie gehen. Wenn du willst, geh irgendwo hin, wo Ruhe ist und sag ihm einfach alles, was dir fehlt und danke ihm.
und bitte ihn um seinen Frieden, dass der in dein Herz hineinkommt, weil das brauchst du für dein Leben und gerade für heute. Ja, und schick uns weiter deine Anliegen. Wir beten gerne für dich. Und das Telefon ist noch bis 13 Uhr geschaltet. Morgen ist Himmelfahrt. Und was das bedeutet und was da drin steckt, wollen wir dir morgen sagen. Schalt einfach wieder ein. Hoffnung um 12. Du kannst auch gerne unsere Fernsehsendungen anschauen. Du siehst die eingeblendete Tafel und kannst es auch über unsere Internetseite erfragen und reinschauen, wann die Sendung ist. Es ist jeden Tag mindestens eine Sendung, die wir ausstrahlen. Wir verabschieden uns nun von dir und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute und danke für dein Feedback. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.